Wir müssen schwimmen. Tschüss, Sprit. Das waren 500 Sprit. Ja, du kannst ja hier spawnen. Das waren 500 Sprit. Ich hing irgendwo. Irgendwo dran hing ich. Da kam ich nicht wieder raus. Ja nun. Tschüss, 57 Scrap. Tschüss, 500 Sprit. Wir kommen nicht mehr von der... Warte. Ich guck mal ins Telefonbuch und zieh mal ab. Ich guck mal ins Telefonbuch, ob man es jemand beim Geheimlabor vielleicht abholen kann. Perfekt. Scheiße. Ah. Scheiße. Oh, der schöne Sprit. So, Heli-Verkäufer hilft uns jetzt gerade nix. Tresor und Transport. Vielleicht. Taxi und Kurier, das klingt doch gut, oder? Aus. P und P, Taxi und... Alles klar. Ich habe kein Scrap dabei, ne? Naja. Wow. Ich will so mal gucken, was ich abholen soll. Die 18. Die 17. Was war's noch? Person Transport. Gucken, ob der auf Personen transport. Er hat sich ja nicht weitergebaut. Ich glaube, Panda ist nicht. Geht keiner ran! Was für ein Taxiunternehmen hier, wenn er rangeht. Wenn sich das leisten kann. Ich will keine Message liegen. Gut, wir schwimmen. Was? Ich habe meinen Revolver dabei. Lass Raiden. Aber sonst hätte ich gesagt, ich bin Selbstmord. Aber wir haben auch kein Fuel mehr, ne? Da wäre ein Heli. Scheiße! Heißluftballon! Wieso haben wir kein Fuel hier? Wieso habe ich alles Fuel da reingepackt, ich Idiot? Noch eine Nebelmaschine. Alles klar, 25 Fuel in der Nebelmaschine. Hä, wieso haben wir 25 Fuel in der Nebelmaschine? Die sind wahrscheinlich nicht mehr da, weil die Nebelmaschine die ganze Zeit nebelt. Ich ziehe das Fuel.
Frau Steintraurig. Nein, nicht aktivieren, Alter. Der scheiß Drecksnebelmaschine. Da ist klar. Mit 24 Fuel kommen wir mit dem Heißluftballon aus Festland. Auf jeden Fall. Safe. Wir müssen den erst reparieren, ne? Was braucht man denn dafür? Drei Fragmente habe ich einstecken. Oh shit. Scheiße. Was brauchte man denn? Brauchte man da Stoff? Oh nein, da braucht man Stoff. Okay, vergiss es. Da braucht man Stoff für. Wir schwimmen. Keinen Stoff. So. Wie ungünstig. Was alles gerade ist. Sollten uns einen Ersatzheli hinstellen. Das gefällt mir ja nicht mit den ganzen Bootshäusern. Das geht's ja nicht. Das Bootshaus wäre auch nur aus Holz und nicht aus Stein. Hä, warum? Hätte der Lieferservice beide im Wasser drin, garantiert. Ach, scheiße. Vielleicht doch nicht die optimalste Landeplattform da. Also, landen super, aber starten vielleicht. Hat wieder ein paar Tage gehalten, Haley. Oder schöne Fuel. Wir haben gerade Fuel-Knappheit, bin ja ganz kurz. Oh. Rap ist gerade nicht. Ein Schwimmbad. Professor Cosplay. Hallo. Na, Professor Jekyll, da kommst du ja genau richtig. Danke für deinen Follow. Ich habe jetzt nicht gerade einen Heli gekutschert oder so. Deswegen müssen wir hier rüberschwimmen. Das kann ja nicht sein. Danke für deinen Follow. Bin gleich da.
Aber Zeit, hier ein Süppchen zu kochen, Igor, oder was? Na super. Na super. Verstehst du? Danke, danke. Schade, dass man das nicht von hier sieht, was? Wir können gleich mal den Berg raufrennen. Gucken, ob man das von da sieht. Gute Idee. Ich hab meine Momente. Selten, selten, ja, aber sie sind da. Trockne schneller. Popo vielleicht noch. Trocknen. Guck, geht echt schnell. Schön den Popo trocknen hier. Hätte noch. Wunderbar. Korrekt. So, ich bin trocken. Ach ja. Und okay. Snow is down oben. Ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon mal gemacht. Vom Norden außenrum in den Süden glatscht und wieder zurück. Und ich bin gestern aber so weit und so laufen und es ist kalt und mir tun die Füße weh und der Heli ist kaputt und der Sprit ist weg und nee, ist so weit weg. Nö. Wir könnten Abkürzung nehmen und über diese Eisschollen klettern da. Bei K12. Mal machen. Ärgerlich. Also merke nicht immer den ganzen Sprit da rein. Bisschen. Butchern ist was. Schauen, ob man überhaupt in beide Richtungen dann kommt oder nur. Von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord. Traps, 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 traps. Okay. Man kommt anscheinend überall hin, weil da steht ein Haus drauf. Auf den Schollen. Steht ein Haus. Die Leute bauen noch überall hin, ey.
quasi so ein natürlicher Staudamm hier. Dreckiges Wasser, sauberes Wasser. Dreckiges Wasser, sauberes Wasser. Hier ist bestimmt irgendwo ein Loch in der Map, wo man einfach durchfällt jetzt. Ach, die Schwester Rena und Vater Sidewohn hier. Esse? Warte, da muss ich direkt mal die Krankenakte aktualisieren, was? Weg das gerade halb im Stand. J11. War doch eine schöne Abkürzung. Ich frage mich übrigens immer noch, was der Da Vinci mit einer ganzen Kiste voll mit Spritzen möchte. Ich weiß nicht, ob ich den hier wiedersehe. Wer läuft denn da? Und das Internet macht wieder Quatsch. Macht wieder Quatsch. Gucken, ob sich's beruhigt. Müssen wir wieder runtergehen. Hat jetzt 2 Tage lang funktioniert. Sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich. Und mit meiner gewünschten Bitrate uploaden. Ich wollte es extra nicht sagen, aber jetzt macht das Internet wieder Muck. Gut aus. Nein. Just in dem Moment, wo ich es gesagt Nee. Sieht nicht gut aus. Gar nicht mehr gerade. Naja. Leider jetzt das Bild wieder ein bisschen pixeliger als sonst. Alright. Oh, warte mal. Die ganze Zeit noch auf Just Chatting, ne? Durch Rust. Die ganze Zeit, oder? Wofür haben die eigentlich einen Mod? Wenn er auf nichts also achtet. Ja, oben im Titel, aber in der Kategorie Just Chatting. Jetzt haben wir 6 Stunden Just Chatting gemacht. Anfängerfehler. Gut, wer kann schon von sich behaupten, 6 Stunden Chatting zu. So, gut. Dann.
Billy kaufen. Wie viele Spatzen hattest du jetzt schon? Wie viele Stacks? Habe ich das jetzt bekannt? Guten Tag. Ja, glaub da bitte. Ja, bitte. Heyo! Na? Danke für dein Follow. Sei gegrüßt. Dr. Jekyll. Wie gesagt, du hattest, wo du gefollowt hast, hattest du genau richtig gefollowt, als ich gerade einen Heli gekutschert hatte und wir dann über das eisige Meer schwimmen mussten, wir auf einer einsamen Insel gestrandet waren. Super lieb, dankeschön. Du legst ja wahrscheinlich auch gleich wieder los. Fehler gemacht. Direkt einfach aus lauter Gewohnheit Tür rausgenommen, wo ich geparkt habe. Ja, du, aber du heißt ja bestimmt auch nicht ohne Grund Dr. Jekyll. Ne, Mr. Hyde? Oder? Kommt bestimmt noch was. Kommt doch bestimmt noch was. Geht noch ein bisschen. Ob ist auch super. Muss auch ein bisschen sein. Wir müssen tatsächlich Sprit sammeln, weil wir irgendwie, keine Ahnung, heute extremste Großbestellungen von Spritzen bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Wo hast du denn hier die Spritzen? Hä? Hä? Wenig. Okay. Dann fehlen noch 1, 2, 4, 10, 16 Stacks. Die haben wir nicht. Wohnung brauche ich denn da? Ja. Also, wir kommen ja auch gerade von einer RP-Idee, wo der Name herkommt und ein eigentlich von uns noch mehr geforster RP-Strang als das Medic sein an sich. Also, wir haben auch ein bisschen was anderes so als nur Medic zu sein. Das ein. Und ja. Haben wir ein bisschen weiter gebaut und leider dabei einen Heli gekutschert. Ja. Oh, ich weiß, was du meinst. Ach, Entschuldigung, ich weiß, was du meinst. Eigentlich möchte man so viel schaffen, aber ich meine, die Season ist auch noch jung, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie nächste Woche Vorschluss haben. Jetzt ja nicht. Was wollte ich jetzt? Wollen wir sonst vielleicht zusammen einmal zu der blauen Tür gucken. Ja. Ich habe jetzt gerade noch Tornen. Okay. Wo hast du denn den Sprit dafür? Dann schmeiße ich mal drüben die 159 Rohe noch rein. Ja, wir waren Häuptling und Schamane, genau. Ja, ich habe auch Hunger. Wenn wir das finden. Allerdings auch. Stimmt, keine KOS jetzt. Ach, die Plänzchen gucken.
und das Öl der Raffinerie schmeißen. Das ist ein Weltuntergangsverhinderung. So, okay, den muss ich mir unbedingt angucken. Ich hatte mir extra nochmal angeguckt, wie du deinen Turm in die Luft gesprengt hast. Das hatte ich mir woanders angeguckt, aber den Song habe ich verpasst, glaube ich. Da habe ich genau danach quasi eingeschaltet. Aber dann müssen wir den auf jeden Fall nochmal anhören. Den Hinweis. Aber ich glaube, das Dorf war echt ganz cool gemacht. Auch sehr viel Mühe gegeben. Sehr viele Schädel dafür gesammelt, für die Deko. Wurde sehr gut angenommen, muss ich sagen. Wir hatten auch zwischenzeitlich überlegt, ob wir den Professor, der uns gesagt hat, wir sollen nach Anomalien Ausschau halten, nach Anomalie, wir den nicht mal mitnehmen, irgendwie auf so eine Tour, wo wir was gesehen haben, ne, also in eine KOS-Zone quasi gehen. Aber du schienst immer sehr, ich sag mal, beschäftigt. Wow, das hat ja hervorragend funktioniert. Es war ja relativ am Ende, als wir die gefunden haben. Und also der hat sich bei uns so verkauft, dass er quasi, also wir wollten eigentlich Patty so ein bisschen als Gott erheben, so als Mischwesen quasi, dass meine Mama mir immer gesagt hat, Mischwesen sind dann immer Götter, die irgendwie halt ihr wahres Ich nicht zeigen wollen und so. Und habe dann Patty nie wieder getroffen, sodass das nicht funktioniert hat. Hallo Ichi. Und dann hatten wir ja jemanden, der immer sich verkleidet hat als Patty ganz zum Ende. Den haben wir dann, mit dem habe ich dann nochmal gesprochen. Der hat dann aber halt schlauerweise gesagt, dass er dann halt den Gott verehrt damit, dass er ihn halt quasi nachmacht und das halt nicht bedeuten soll, dass er irgendwie die auslacht quasi oder verhöhnen möchte damit. Und damit war das dann für uns fein. War dann okay. Hi, Ichi. Einen Liter rein. Ne? Wunderbar. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir geben uns auch Mühe, genauso wie du. Das merkt man ja durchaus auch. Und es macht halt einfach unglaublich Spaß auf diesem Server. Es gibt so unglaublich bescheuerte Charaktere hier, dass das richtig, richtig viel Spaß macht. Ich glaube, nach 5,5 Stunden Zugfahrt hast du Chillen mehr als verdient, EJ. Ganz ehrlich. Es war immerhin heute nicht ganz so heiß. Aber, ja. Hast du verdient. Ja, die Fleisch- und Pflanzenfarbe. Da ist gar nicht rein.
auch nicht rein. Du, deadlift. Da muss gar nicht so viel. Da ist so viel Holz rein. Noch was wegräumen? Nö. Brauche ich alles. Ja, gut. Pflanzen sind versorgt. Mit dem Pferd aus. Ichi, nicht wundern, wir werden wahrscheinlich gleich eine kleine Pause machen, so Streampause, weil wir was essen möchten. So, mal ein bisschen schneller, also ein bisschen langsamer als irgendwie in 5 Minuten irgendwas reinschaufeln. Wenn wir ein kleines Streampäuschen heute mal machen. Ja, vielleicht bis später. Also übrigens, Igor hat das Funk-Plugin, glaube ich, auch immer noch nicht. Ichi, glaube ich, auch nicht. Deswegen mal gucken, wie wir das machen wollen. Endlich mittlerweile Strom? Nee, wieso nicht? Absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Igor ist nur am Spritzen basteln gerade. Machen wir erst die Großlieferung fertig oder soll ich mal unten in den in die Vending-Maschinen vor der KS-Zone noch ein bisschen Spritzen rein? Frage, willst du? Gute Frage. Wo wohnen die eigentlich? Da fehlen noch 12 Stacks. Ja, wird noch 12 Stacks fehlen für die. Ich nehme erstmal die ersten 16, keine Ahnung, Stacks mit. Weiter mal mit dem. Es kam jemand zu uns, der eine große Kiste voll mit Spritzen haben wollte. Erstens, warum? Zweitens, wo haben die so viel Scrap her? Und drittens, wo sollen wir das ganze Fuel herholen? Igor hat heute bestimmt eine Stunde lang an der Workbench gestanden und nur Spritzen gebaut. Da fehlen noch 12 Stacks. Wir haben keinen Sprit mehr. Das ist, glaube ich, der Waffenladen. Das sind, glaube ich, die Jungs beim Waffenladen gewesen. Würde auch irgendwie hin. Huch! Würde die so viel Schutz. Vielleicht zum Waffen ausprobieren, quasi gegenseitig. Ich hätte gern so eine ganze Kiste voll mit Spritzen. Galoppel, galoppel, galoppel. Hast du da eigentlich Hufeisen drauf auf dem Pferd? Toll.
Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wir suchen den Ingo. Hallo. Also den habe ich den heute... Ingo gesehen? Ach, die Frau Franke. Den habe ich heute schon mal gesehen. Das ist aber schon ein paar Stündchen her, ehrlicherweise. Also der war halt schon mal da. Ja, gesehen habe ich den heute auch schon mal. Blöder Kampfheli. Aber er ist ja Stadt hier. Genau, ah, ja, genau. Stimmt. Ah, voll gut. Alles in Ordnung, ja, genau. Das sind wir gar nicht gewohnt. Danke für Ihre Nachricht, dass Sie an uns denken, wenn Sie einen Purifier finden. Genau, genau. Sehr gut. Das haben wir auch noch nicht vergessen, wir haben aber noch keinen gefunden, leider. Ja, es ist ein seltenes Stück, das Sie da haben. Ja, erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich, weil den haben wir relativ schnell gefunden. Den haben wir schon ein Stückchen. Nutzen Sie den? Ja, ja, wir brauchen auch für unsere Beete brauchen wir auch immer Wasser. Ist ja schwierig, hier ans Süßwasser zu kommen, nicht wahr? Nutzen Sie den? Genau. Ja, natürlich. Wie wär's denn, wenn wir für Sie anpflanzen? Nee, nee, meine Bärchen, die möchte ich schon lieber selber machen. Das passt schon. Okay, okay. Aber wie gesagt, sobald ich einen habe, flitze ich sofort zu Ihnen, ja? Super. Perfekt. Wunderbar. Ja. Na dann viel Erfolg bei der Suche weiterhin, ja? Tschüss. Danke, ciao. Ja, danke schön, tschö. So, was machen wir? Oh nee. Oben, glaube ich. Türen und Garagentor. Ja. Da ist zumindest der Waffenladen. Hier eine Truhe stehen. Jetzt sind die aber. Guten Tag. Ach, wunderbar. Muss es also dich kurz überlegen, wo genau sie eigentlich gleich noch wohnt. Aber das, da bin ich ja genau richtig hier. Wie kann ich denn weiterhelfen? Ja, ich hätte schon mal so eine kleine ebenfalls Anzahlung quasi, wenn Sie mögen, mit den Spritzen. Ja, komm so mit. Mein Kollege hat hier eine Kiste hingestellt. Perfekt. Sehr gut. Wie gesagt, 12 Stacks fehlen dann noch, aber das vergessen wir natürlich nicht. Ja, da machen Sie sich da keinen Stress drauf. Auf Blankerstein. So, das haben wir immerhin schon geschafft. Dann wünsche ich immer viel Spaß damit. Was haben Sie eigentlich damit vor? Sagen wir mal. Ich meine, nur mal so professioneller Art gefragt. Wir eine Rave-Party oder? Nicht hinterher einfach mal ein paar. Nee, nee. Wir sind für eigenen Gebrauch. Wir kommen nicht hinterher, so schnell so viele Spritzen zu craften. Ah, ich verstehe. Sie sind sehr unvorsichtig. Kann das sein? Nee, das nicht. Ja, vielleicht doch ein bisschen. Ja, vielleicht ein bisschen. Okay, wunderbar, alles klar. Mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht wissen, sonst müsste ich vor der Polizei aussagen. Wunderbar. Dann sehen wir uns ja bestimmt nochmal. Alles klar, danke. Tschüss. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tschüss. Wollte ich ihm natürlich nicht beim hart abschmatzen stören. Weil dann sind wir schon mal ein bisschen in die Spritzen. Okay. 12 Stacks noch. 12 Stacks. Aha. Entschuldigung, oh Gott, oh, da war mein Pferd kurz betrunken, Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell flitzen. Ja, 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 ja. Ist ein ganz schön schneller Flitzer. Ja, ja, also das ist ja auch ein sehr schnelles Pferd, ne? Da haben wir uns natürlich das Beste ausgesucht und dann auch mit den richtigen Hufeisen. Perfekt, sag ich Ihnen, perfekt. Ja, 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 schnell wie der Wind. Ja, super lieb, dankeschön. Kein Hunger? Doch, 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 doch. Ich hab's ja ein bisschen getriezt, da hat das immer Hunger. Braves genau. Pferd. Ja, wunderbar. Also ich habe jetzt bisher nur den Da Vinci getroffen, kein Ingo leider. Ah, okay. Ist deswegen extra vorbeigekommen nochmal? Nö, ich fahr, ja, vor allem, ich fahr wieder nach Hause. Auf den Schlittschuhen meines Pferdes fahre ich wieder nach Hause. Okay. Ja, ja. Nein, ich habe den Herrn Da Vinci. Ist, da kann man gar nicht glauben, dass es geht. Ja, genau. Dem Herrn Da Vinci habe ich einfach seine Bestellung Spritzen vorbeigebracht. Ja, ja.
sehr gut. Genau. Na dann. Alles Gute. Gut. Tschüss. Schönen Tag ciao. Noch. Tschö. Gleichfalls. Tschüss. Kleiner Rasepferd. Rasepferd. Schon jetzt zwei rote Fässer. Ich habe aber nichts zum Kloppen dabei. Auch hier. Nichts zum Klopfen dabei. Galoppe! Hier war schon. Da liegt Loot rum. Sogar noch jemand. Fünfer Teams sind letzte Teil. Okay. Ja, das ist ja quasi KOS, da gelten ja nicht Allianzregeln. Okay. Habe ich hier eigentlich wieder so Frame im Kopf? Mann, den Tankstellen irgendwie. Oh. Komisch. Da hinten. Bist du sicher, dass du auf Bestellen geklickt hast? Das Pferd muss natürlich zum Wohngebäude. Das Problem ist halt, dadurch, dass wir halt nicht das Wohngebäude, sondern die Rettungswache als erstes gebaut haben, will ich halt immer tendenziell immer erst zur Rettungswache. Das bleibt dir mal. Ja, wunderbar. So, also wenn mein Water Purifier auf dem Dach irgendwann mal weg ist, dann weiß ich, wer ihn hat. Aber ich hole mir heute mal irgendwie 1000 Sprit oder so von der Hippie-Kommune, wenn die da sind. Dreihundert habe ich gekauft. Ja. Sind irgendwie 550 Sprit oder so. 2000. Bisschen Wirtschaft angekurbelt. Bisschen Scrap ausgegeben und haben wieder ein bisschen. Warte, ich glaube. Mach ich mal. Mal tauchen. Haben wir überhaupt noch. Ja, natürlich. Kiste lang. Bisschen Spritzen kaufen. Ja, wie gesagt, hier unten gibt es auch keine Spritzen mehr drin. Ja. Alle weg. Auf einmal wollen alle ganz viel Spritzen haben. Ich weiß nicht. Hier sind noch welche drin. Sehr gut. Ja. Ich habe gerade vor, ich habe wieder Scrap mitgenommen. Ich habe 1500 Scrap dabei. Ich werde einmal zu der Hippie-Kommune gehen und werde da mal irgendwie 3000 Sprit oder so holen. Ja. Ist okay. Bing. Tatsächlich geht's so. Ich kann auch hier warten. Nein.
Weil wie gesagt, dann würden wir gleich einmal zum Essen ein kleines Päuschen machen. Ich werde dafür den Stream, glaube ich, auch beenden, weil wenn hier eine halbe Stunde irgendwie Be Right Backscreen ist, dann ist das natürlich auch keine Unterhaltung. Ich würde einfach den Stream kurz beenden, dann machen wir ein halbes Stündchen, 40 Minuten Essenspause. Kann jeder mal irgendwie aufs Klo gehen, kann sich ein Eis holen. Und dann bim, 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 bim. Ach, einen Testgenerator müssen wir uns mal holen hierfür. Ich kann nämlich nicht mehr Solarpaneele Schrift einfach. Nicht mehr Solarpaneele quasi an zusammenschließen. Das heißt, wir müssten einen Testgenerator. Wir kaufen den aber für 1500, obwohl ich weiß nicht, warum es den einen hier für 300 gibt. Und es gibt halt einen, den kannst du kaufen für 750. Und ich finde, wenn du den für 750 einkaufst, den für 1500 wieder zu verkaufen, ist aber eine absolute Schweinerei. 1300. Den. 1000 würde doch reichen, oder? Jetzt ganz ehrlich. So 250 Gewinn. Also ich habe oben hätte dann für 1299. Absolute Schweine. Mit dem Herrn Öge mal reden, glaube ich. Kann ich mehr sagen. Ich weiß, wie viel die im Einkaufspreis kosten. Hat aber auch was Schönes. Mal kurz an. Wunderbar. Ah, die Uhr ist wieder dran. Sehr gut. Oh. Uti. Bolti. Okay. Cool. Das ist hübsch. Handschuhe. Ich wollte mich ja auch gleich mal hinlegen. Das band sie eigentlich noch so. Ein Schädel. Mhm. Gucken, ob ich jemanden finde, der Frankenstein. So kann ich. Geht nicht.
Endklasse. Ich könnte für den Strom auch überlegen, ob ich quasi den oberen greife. Na gut, überlegen wir uns. So, dann würde ich einmal heute ein Stream-Päuschen machen. Wie gesagt, wir wollen einmal in Ruhe essen. Halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Den Bauch vollschlagen und dann geht's auch danach weiter. Also so 21, 30 kann man, glaube ich, wieder mit uns rechnen. Ja. Dann hoffe ich, dass ihr da natürlich auch wieder da seid. Und ja, holt euch auch was zu essen, geht auf Toilette, trinkt ordentlich was. Trinken ist gesund und wichtig. Natürlich kommt jetzt jemand hier zu uns. Warte ich mal noch kurz. Selten genug, dass hier jemand. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ich habe den Rest jetzt reingepackt in die Kiste. Ah, perfekt. Ich habe auch schon den Herrn Da Vinci gesagt, dass ich meine erste Anzahlung quasi auch gegeben habe. 12 Stacks fehlen noch. Die kommen aber noch, ja? Ja, wunderbar. Ja, genau. Aber ein bisschen was haben sie schon mal. Sind da hinten in der Kiste. Ja, wunderbar. Tipptopp. Ich hoffe, damit kommen sie erstmal ein bisschen hin, dass wir wieder ein bisschen Sprit nachholen können in der Zeit. Ja, dann können meine Kollegen wieder ein bisschen Spaß haben. Ja, wunderbar. Gerade ein paar Züge begutachten oder halt den Militärkonvoi besuchen gehen. Ich verstehe. Ich habe schon den Herrn Da Vinci gefragt, ob sie immer so ein bisschen unvorsichtig sind und deswegen so viele Spritzen brauchen. Hat er bestätigt. Ja, da ist halt viel Besuch, sagen wir mal, bei den beiden. Ja, ich verstehe das schon. Ich treffe halt und wieder mal so ein paar Leute. Ja, treffen, im wahrsten Sinne des Wortes, so nicht wahr? Kleidung tragen von weh. Naja, also die haben teilweise Kleidung an, die made in Hollywood ist. Oh, jetzt verstehe ich tatsächlich noch besser. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, dann müsste ich bei denen vielleicht auch mal fragen, ob die vielleicht auch so eine Kiste mit Spritzen gebrauchen können. Hollywood, nicht wahr? Dann können sie sich gegenseitig... Ich glaube, ich genug von meinen Kollegen. Dann können sie sich gegenseitig mit Spritzen abwerfen, wenn sie mögen, statt mit Waffen. Ja, wäre auf jeden Fall angenehmer. Ja, wunderbar. Dann würden wir nicht dauernd einen Heli oder sowas dabei verlieren. Oh. Ja, aber Scrap haben sie anscheinend. Naja, ich war gerade dafür, glaube ich, 4 Kisten Fisch verkaufen. Okay, ich korrigiere. Fisch haben sie anscheinend. Ja. Ja, wunderbar. Wir haben... Wir mussten aus Platzgründen schon einen Fischshop aufmachen. Der ist bei T8, falls wir frischen Fisch vorsehen, der durchgebraten ist. Alles klar, habe ich verstanden. Ja, falls Sie nochmal Geschäfte machen wollen, kommen Sie gerne wieder vorbei. Wie gesagt, es fehlen ja noch 12 Stacks. Sie sollten erstmal ein bisschen hinkommen, hoffentlich. Ja, lassen Sie sich Zeit. Alles klar. Kiste bleibt ja erstmal stehen. Ja, wunderbar, machen wir so. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Tschüss! So, hol ich mal direkt raus, bevor sie jemand klaut. Alles klar, so, Schuldschein auch mit direkt raus, sehr schön. Scrap haben wir jetzt. Stehen aber noch ein bisschen in der Schuld. Mal gucken. Ich mal den Scrap hin tun soll. Leg mich jetzt hier drin hin. So, jetzt aber. Da hat jemand ums Haus geschlichen. Da muss ich natürlich nochmal gucken gehen. Unser Essen ist da.
Und wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder. Wir machen eine kurze Pause. Jetzt mittlerweile so vielleicht 21.35 Uhr. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Und dann gehen wir auch wieder ein bisschen RP machen, versprochen. Wir haben heute sehr viel wieder gebaut, gefarmt, Spritzen gebaut und so. Wir müssen noch die Vending Machine im Süden auffüllen. Und dann laufen wir wieder durch Wasteland Maps. Gut, dann vielen lieben Dank und bis später. Ahoi.